Der KSV Hessen-Kassel zu Gast beim SV in Zweibrücken. Und wir schauen zuerst mal auf die Aufstellung. Im Tor, wie gewohnt, Carsten Nulle. Dann Stefan Müller und Matthias Rahn in der Innenverteidigung. Rechts außen William Wachowski, links außen Maximilian Sauer. Als Sechser sind platziert Jonas Marz und Tobias Becker. Davor auf der linken Seite Bobo Meier, Florian Nagel auf der rechten Seite, Morike Sarko als Zehner und als hängende Spitze Tobi Damm. Wir gehen rein ins Spiel. Es ist die 18. Minute. Da passiert ein Foul auf der Seite des KSV Hessen-Kassel. Das wird sofort mit einem Freistoß geahndet. Und das ist Mimbala. 1:0, Zweibrücken. Der Freistoß der Gastgeber sitzt perfekt im langen linken unteren Eck. In der 51. Minute ein Freistoß für den KSV Hessen-Kassel. Wir sind bereits in der zweiten Halbzeit. Bobo Meier zögert ein wenig und zieht mal ab. Und da muss der Torwart der Zweibrückner aber eine Parade hinlegen. Schade. Gute Chance für den KSV. Wir sind in der 56. Minute. Da ist wieder ein Foul passiert. Auch wieder auf der KSV-Seite. Gute Freistoßmöglichkeit für die Gastgeber. Der wird ausgeführt von Teich und der ist drinne. 2:0. Wieder Pech für den KSV. Wieder liegen sie hinten. Und wieder drohen sie, das Spiel zu verlieren. Hier sieht man es nochmal mit rechts ausgeführt. Die Löwen verlieren den Ball wieder vorne. Und die Zweibrückner erkämpfen sich den Ball und gehen mal nach vorne. Und das ist Para, 3:0. Bitter, bitter für die Kasseler Löwen, für den KSV. Und wieder verlieren sie ein Spiel auswärts. Das nächste Heimspiel für den KSV gegen die Spielvereinigung Neckar-Elz findet am 23.11. statt im Aue-Stadion um 14 Uhr. Doch zuvor müssen die Löwen nach Offenbach zum Hessen-Pokal-Viertelfinale am 16.11. Damit war's das. Der KSV verliert auswärts in Zweibrücken. Sie sind mit mehr Erwartungen hergefahren, doch leider hat es wieder mal nicht gereicht.